Schauen wir uns ein weiteres Sample an. Wir nehmen jetzt hier das Sample lab01-03.exe und wir ziehen es einfach mal in Detected Easy. Detected Easy erkennt es als gepackt mit einem Packer mit dem Namen FSG. Wir können darüber hinaus auch mal die Imports uns anschauen und stellen fest, es gibt nur eine Bibliothek, nämlich Kernel 32 DLL. Und aus dieser DLL gibt es zwei Imports, nämlich Load Library R und getProcAddress, die importiert werden. Und auch das ist schon ein Indikator dafür, dass wir es möglicherweise mit einem gepackten Sample zu tun haben. Wir können, um das zu entpacken, das Programm Unipacker benutzen. Das starten wir hier. Und genau, wir werden jetzt hier aufgefordert, das Sample anzulegen. Das machen wir. Wir haben das im aktuellen Verzeichnis bereits liegen. Und wir könnten jetzt eine Analyse starten. Auch hier wird der Packer FSG erkannt. Und wir können versuchen, das Sample entpacken zu lassen. Vorher sagen wir, dass wir im Rahmen der Emulation die API-Calls mit ausgeben lassen wollen. Und dann können wir auch schon die Emulation loslaufen lassen. Das hat hier funktioniert. Er hat das entpackte Sample auf die Platte geschrieben mit dem Namen unpacked.exe. Und das können wir uns jetzt eben statisch anschauen.